Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Nadja kämpft für ihren Bruder. Bernd Römer soll seine Unschuld beweisen. Sam hat niemanden umgebracht. Ich weiß das, wirklich. Sie haben schlicht und ergreifend die Ermittlungen viel zu früh eingestellt. In Berlin-Marzahn weiß Nadja Gerold keinen anderen Ausweg mehr und droht sich in den Tod zu stürzen. Ihr Bruder Sam sitzt seit 5 Monaten wegen eines Tötungsdeliktes im Gefängnis und keiner außer ihr glaubt an seine Unschuld. Anwohner haben die junge Frau entdeckt und die Polizei alarmiert. Wissen Sie, wie sie heißt? Okay. Hallo, hier spricht die Polizei. Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Ich schicke Ihnen jetzt eine Mitarbeiterin hoch. Sie braucht gar nicht erst raufkommen, wenn sie mir nicht wirklich helfen will. Ich möchte, dass die Polizei endlich was unternimmt. Sonst springe ich. Und Sie sind dafür verantwortlich. Sagen Sie uns bitte erst, wie Sie heißen. Nadja Gerold, aber um mich geht es hier gar nicht, sondern mein Bruder. Und er wird bald sterben, wenn Sie mir nicht helfen. Okay, Nadja. Wie gesagt, ich schicke Ihnen jetzt eine Mitarbeiterin hoch. Ja, die wird gleich bei Ihnen sein. Sagen Sie der genau, um was es geht. Egal, was es ist. Wir finden eine Lösung. Sie ist gleich bei Ihnen. Jetzt zählt jede Minute. Die Polizeipsychologin Karin Schulte macht sich sofort auf den Weg zu Nadja, um eine Katastrophe zu verhindern. Nein, bleiben Sie da stehen. Okay, ich bleib hier stehen, versprochen. Es geht um Ihren Bruder Sam. Was ist denn mit ihm? Ja, mein Bruder ist im Gefängnis und er wird da täglich aufs Übelste misshandelt. Wenn wir ihm nicht sofort helfen und ihn da rausholen, dann stirbt er. Haben Sie denn schon mit der Staatsanwaltschaft gesprochen oder mit der Gefängnisleitung? Die können bestimmt was für Ihren Bruder tun. Nein, das habe ich schon versucht. Das interessiert Sie nicht. Ich möchte, dass Sie mir jetzt helfen. Sonst springe ich. Das meine ich ernst. Wir werden alles erdenklich Mögliche tun, um Ihnen zu helfen. Aber jetzt kommen Sie erstmal bitte mit mir nach unten und dann sprechen wir in Ruhe. Ich traue Ihnen nicht. Sie möchte nur, dass ich hier runterkomme. Nein, ich werde ganz sicher mein Wort halten. Und es hilft Ihrem Bruder nicht, wenn Sie tot sind. Also seien Sie vernünftig und kommen Sie bitte mit mir mit. Wir werden zusammen eine Lösung finden. Mädchen, was machst du denn? Das war die richtige Entscheidung so, ja? Ich gehe nicht davon aus, dass Frau Gerold sich töten wollte. Das klingt mir eher nach einem Hilfeschrei für Ihren Bruder. Deswegen fahren wir jetzt ins Präsidium und schauen, was wir machen können. Nach einer ärztlichen Untersuchung, die in solchen Fällen Pflicht ist, wird Nadja auf das Polizeipräsidium gebracht. Auch ihre Mutter Regina wurde von den Beamten verständigt. Sie kann nicht fassen, welches Risiko ihre Tochter eingegangen ist, um Sam zu helfen. Was machst du für Sachen? Du kannst doch nicht einfach aufs Dach klettern. Da hätte sonst was passieren können. Stell dir mal vor, du wärst runtergestürzt. Ja, was muss das passieren? Und das weißt du genau. Oder möchtest du, dass Sam im Gefängnis stirbt? Und wenn ich mit dieser Aktion ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Fall gelegt habe, dann hat es sich wirklich gelohnt. Mach das nie wieder, hörst du? Bitte. Also wir als Polizei können in dem Fall jetzt nicht so viel für sie tun. Da ist die Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbehörde zuständig für die Haftbedingungen ihres Bruders. Aber was sie machen können, ist einen Anwalt engagieren und der stellt dann die entsprechenden Anträge im Namen ihres Bruders. Wie bitte? Das heißt also, sie helfen mir doch nicht? Das haben sie mir aber versprochen. Wo soll ich denn jetzt plötzlich einen Anwalt herkriegen? Es muss was passieren. Also ich habe bereits mit Rechtsanwalt Römer gesprochen. Der hat hier heute Bereitschaft und der ist auch hier auf der Wache. Der müsste jede Sekunde da sein. Und bei dem werden sie buchstäblich am besten nennen. Und was ist das bitte für ein Anwalt? Ist der auch wirklich gut? Oder ist das genauso ein Nichtsnutz wie der, der damals meinen Bruder verteidigt hat? Also, glauben Sie mir, auch wenn ich mit dem Mann etliche Male aneinander gerate, er gehört definitiv zu den Besten. Hallo, ja, wenn man vom Anwalt spricht, das ist Herr Römer. Sie sind Frau Gerold? Ja, hallo, Römer. Ihre Mutter. Rechtsanwalt, schönen guten Tag. Ja, vielleicht können wir uns kurz eine Sekunde allein unterhalten. Dann weiß ich auch, was hier los ist. Ja? Lassen Sie jetzt mal alleine. Danke. Nehmen Sie doch Platz. Nehmen Sie doch Platz, bitte. So, Sie wollten vom Dach springen und haben damit gedroht zumindest, weil Ihr Bruder misshandelt wird. Erzählen Sie mal, was ist da los? Genau, also mein Bruder Sam ist seit 5 Monaten im Gefängnis und da wird er von anderen Häftlingen bedroht und misshandelt. Jedes Mal, wenn ich ihn wiedersehe, hat er neue Verletzungen, die er sich angeblich alleine zugezogen hat. Es muss wirklich schnell was gemacht werden. Wir haben Angst um ihn. Gibt es denn Gründe dafür, dass er bedroht wird, dass er misshandelt wird?
Also ich weiß nicht, warum die anderen ihn auf dem Kicker haben. Wie lange muss er denn im Gefängnis bleiben? Weswegen ist er verurteilt worden? Also wegen Totschlags, aber das ist auch nur ein Witz. Sam hat niemanden umgebracht. Ich weiß das, wirklich. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass er in ein anderes Gefängnis kommt. Als mein Mann vor 10 Jahren gestorben ist, hat er die ganze Familie zusammengehalten. Er hat sogar 2 Jobs angenommen, um dass wir überleben können. Jetzt, seitdem er im Gefängnis ist, wissen wir überhaupt nicht, wie wir über die Runden kommen sollen. Gut, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich muss mit ihm selber sprechen. Ich muss mir selber ein Bild davon machen. Ich werde ein Gespräch mit ihm führen in der Justizvollzugsanstalt, wenn er das will. Und dann höre ich mal, welchen Schikanen er da ausgesetzt ist. Und dann entscheiden wir, wie wir dagegen vorgehen können. Einverstanden? Ja, das ist okay. Aber es ist wichtig, dass schnell was passiert. Ich versuche so schnell wie möglich mit Ihrem Bruder zu sprechen. Und dann melde ich mich auch bei Ihnen. Alles klar. Ja? Okay. Das ist eine dramatische Geschichte. Ich werde mit Sam Gerold jetzt selber sprechen, werde mir das ansehen, was er mir zu sagen hat zu den Misshandlungen. Und gegebenenfalls muss er natürlich in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Darum werde ich mich dann kümmern, soweit er mich dazu beauftragt. Und seine Schwester hat ja angedeutet, dass er möglicherweise zu Unrecht verurteilt worden ist. Also da müsste man dann auch nochmal nachgraben. Um Nadja und ihrem Bruder helfen zu können, muss Bernd Römer mehr über Sams Haftbedingungen in Erfahrung bringen und sich von ihm als Anwalt bestätigen lassen. Noch am selben Tag stattet er dem 29-Jährigen einen Besuch in der Justizvollzugsanstalt ab. Herr Gerold, hallo, grüße Sie. Hallo. Römer ist mein Name, Rechtsanwalt. Sie wissen, warum ich hier bin. Ihre Schwester hatte mich gebeten, nach Ihnen zu sehen. Die macht sich große Sorgen um Sie und sie sagt, dass Sie hier von Mithäftlingen bedroht werden und dass Sie misshandelt werden. Und das würde ich jetzt gerne konkret noch mal von Ihnen hören, was hier genau los ist. Ganz ehrlich, ich habe nur gesagt, dass Sie kommen können, damit meine Schwester endlich Ruhe gibt. Nadja sieht Gespenster, hier drin ist wirklich alles in Ordnung. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie so einen Aufriss macht. Alles in Ordnung. Und der Arm da? Haben Sie sich hier einen Tennisarm zugezogen oder einen Golfarm in der Justizvollzugsanstalt? Nee, ich bin gestürzt und er ist auch nur verstaucht. Das kann ja auch mal passieren. Ja, das kann natürlich mal passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alles das, was Ihre Schwester mir gesagt hat, dass das Hirngespenste und Übertreibungen Ihrer Schwester sind. Ich habe mir einen Eindruck von ihr verschafft. Ich glaube das nicht. Und überlegen Sie mal, was Ihre Schwester da veranstaltet hat. Die wollte sich vom Dach stürzen wegen dieser Geschichte. Das sind alles Einbildungen und Übertreibungen. Nichts für ungut, aber ich kenne meine Schwester auch ein bisschen besser als sie. Und sie macht aus jeder Kleinigkeit macht sie einen Elefanten. Und ich finde es auch wirklich saunett, dass Sie gekommen sind. Aber ich brauche wirklich keine Hilfe. Es geht mir hier drin gut und ich will einfach nur meine Strafe in Ruhe absetzen und mehr nicht. Herr Gerold, ich kann Ihnen helfen, aber dann müssen Sie mir sagen, was los ist. Sie müssen das hier nicht alleine durchstehen. Es ist alles gut. Sagen Sie einfach meiner Schwester und meiner Mutter, dass alles in Ordnung ist. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Und das war's. Das Gespräch ist beendet. Wir können gehen. Okay. Also das war eine andere Reaktion von Herrn Gerold als die, die ich erwartet habe. Und irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, warum er mir nicht die Wahrheit sagt. Ich glaube, dass seine Schwester recht hat. Und ich werde jetzt mal mit der Gefängnisleitung sprechen. Und dann höre ich mal, wie die ganze Situation hier einschätzt. Obwohl Sam versichert hat, dass alles in Ordnung ist, zweifelt Bernd Römer und bittet Gefängnisdirektor Walter Hersch gleich im Anschluss um eine Unterredung. Von ihm erhofft sich der Jurist neue Informationen, nicht nur zu Sams Haftbedingungen, sondern auch zu dessen Fall. Herr Gerold ist ja verurteilt worden wegen eines Tötungsdeliktes. Und jetzt würde ich Sie mal gerne fragen, Sie sehen so viele Menschen, Sie lesen so viele Kriminalakten. Glauben Sie, das ist richtig, wie die Staatsanwaltschaft den Fall aufgedröselt hat? Sie wissen, dass Sie da die Staatsanwaltschaft fragen müssten. Nach meiner Kenntnis hat er im Zuge seiner früheren Tätigkeit als Taxifahrer einen seiner Fahrgäste ausgeraubt und im Affekt getötet. Und wie genau soll er ihn getötet haben? Mit einem Messer. Die Spusi hat es in seinem Taxi gefunden mit seinen Fingerabdrücken. Und die Staatsanwaltschaft hat es sehr plausibel dargestellt, dass er seinen Fahrgast nach Hause gefahren hat, festgestellt haben muss, dass er viel Geld bei sich hat, ist ihm gefolgt ins Haus. Und als das Opfer sich plötzlich gewehrt hat, hat er ihn im Affekt getötet. Tja, so schnell sind dann 2 Leben zerstört. Sie sagen es, Herr Römer, aber der Junge hat sehr schnell mitgearbeitet. Bei der Aufklärung des Falls hat alles von sich aus zugegeben. Deshalb ist ja auch nur 10 Jahre Strafe rausgekommen. 10 Jahre sind relativ kurz, aber auch die muss man erstmal gut durchstehen und rumkriegen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob man zum Beispiel einen netten Zellengenossen hat. Hat er momentan einen oder hat er hier eine Einzelsuite bei Ihnen? Nett ist relativ. Er hat einen, lassen Sie mich mal schauen. Hier ist seine Akte. Ja, er hat einen. Den Lukas Salz hat er als Zellengenossen. Glauben Sie, dass er ihn misshandelt?
Ich kann das momentan nicht ausschließen. Was ist das denn für ein Typ, dieser Salz? Der Salz ist kein auffälliger oder aggressiver Typ. Er sitzt hier ein, weil er stark angetrunken einen Menschen angefahren hat, dabei schwer verletzt hat. Man kann allerdings einen Menschen ja nur bis zum Kopf gucken. Was ich Ihnen anbieten kann, dass ich ein besonderes Augenmerk auf Herrn Gerold setze und Sie sofort in Kenntnis setze, wenn ich annehmen muss, dass hier Herr Gerold schikaniert wird. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden. Von Mobbing, von Schikanen, von Misshandlung hat hier niemand was mitbekommen. Die Gefängnisleitung nicht, aber vor allen Dingen auch der Sam Gerold erzählt mir nichts davon. Natürlich kann das sein, dass er bedroht wird. Ich muss mich jetzt erstmal mit seiner Schwester besprechen und dann werde ich überlegen, wie wir hier weiter vorgehen können. Noch am selben Nachmittag besucht Bernd Römer Nadja zu Hause. Die 29-Jährige wohnt bei ihrer Mutter Regina in einer Hochhauswohnung in Berlin-Wedding. Sie kann sich noch keine eigene Bleibe leisten, da sie gerade mitten im Jurastudium steckt. Das bleibt auch dem Juristen nicht verborgen. Was ist das denn hier? Jetzt sagen Sie aber nicht, Sie studieren Jura? Doch. Davon haben Sie mir aber nichts erzählt. Doch, ich bin schon im 6. Semester. Meine Mutter ist auch sehr stolz auf mich und setzt alle Hoffnungen auf mich, weil ich die Einzige in der Familie bin, die je studiert hat. Darauf lastet schon ein bisschen Druck auf mir, weil sie natürlich nicht enttäuschen möchte. Sam und sie haben auch alles getan, damit ich überhaupt studieren kann. Eigentlich müsste ich anfangen zu arbeiten, um auch ein bisschen Geld zu verdienen. Aber da hat sich Sam wirklich für uns geopfert. Ja, also Sie meinen, Ihr Bruder hätte auch studieren wollen eigentlich, oder? Ja, Sam hätte gerne studiert, aber das konnte er nicht mehr, als unser Vater gestorben ist. Er war 17 und ich war 14 und er hat sofort die Schule abgebrochen und angefangen zu arbeiten, um Geld zu verdienen, damit er meine Mutter und mich über die Runden bringen kann. Er hat komplett alles für uns getan und jetzt bin ich an der Reihe, um für ihn zu kämpfen, verstehen Sie? Natürlich, und ich glaube, Ihr Bruder weiß das auch sicherlich zu schätzen, dass Sie das tun. Das Problem ist nur, er sagt mir trotz der Anzeichen für eine Misshandlung, es geht ihm gut und er will Ihre Hilfe nicht. Ja, aber er lügt. Irgendwas stimmt da gewaltig nicht mit der ganzen Sache. Auch wenn er die Tat gestanden hat, ich weiß, dass er auf jeden Fall diesen Mann nicht umgebracht hat. Also ja, das haben Sie mir ja schon mal angedeutet. Wie kommen Sie darauf, dass Ihr Bruder unschuldig ist? So, ja, da habe ich hier die Prozessakte. Die habe ich bei Sam in den Unterlagen gefunden. Die bin ich direkt durchgegangen und dann ist mir auch gleich was aufgefallen. Hier lesen Sie mal den Tathergang. Das ist eine Kopie der Anklageschrift, oder was? Genau. Geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Täter daraufhin mit der rechten Seite das Messer griff und dem Opfer in die linke Seite stieß. Der Täter verließ das Haus, wobei er die Tür nicht schloss. Sie haben es schon vorgelesen. Da steht nämlich, dass der Täter mit der rechten Hand zugestochen hat. Also kann es gar nicht mein Bruder gewesen sein, denn der ist Linkshänder. Ihr Bruder ist Linkshänder? Ja, aber das ist doch im Prozess sicherlich zur Sprache gekommen, oder nicht? Das ist doch ein wichtiges Indiz, mit dem der Verteidiger ihres Bruders hat arbeiten können. Also der Pflichtanwalt, der war ein totaler Nichtsnutz. Ganz ehrlich, ich will nicht respektlos sein, aber in meinen Augen hat ihn das alles überhaupt gar nicht interessiert. Man sollte ihn verklagen oder zur Rechtsanwaltskammer gehen. Na gut, ob das was bringt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Erstmal müssen wir uns darauf konzentrieren, Ihrem Bruder zu helfen. Also, wenn Ihr Bruder tatsächlich Linkshänder ist, dann spricht das gegen seine Täterschaft, wenn das im Affekt passiert sein soll. Im Affekt greift man doch mit der Hand zu, die die bessere Hand ist. Und das wäre im Fall Ihres Bruders dann eben die linke gewesen und nicht die rechte. Passen Sie auf, ich werde den Staatsanwalt kontaktieren und dann werden wir uns den Fall Ihres Bruders noch mal ganz genau ansehen. Und dann versuchen wir, ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Vielen Dank, Herr Römer. Okay. Dieses Detail mit der linken und mit der rechten Hand, dass Frau Gerold aufgefallen ist, das kann in der Tat ein Wiederaufnahmeverfahren begründen, wenn es im Prozess tatsächlich nicht zur Sprache gekommen ist. Die Frage ist natürlich, wenn Sam Gerold unschuldig ist, wieso hat er dann trotzdem gestanden? Wieso bleibt er bei seinem Geständnis? Wir werden in jedem Fall das ganze Verfahren, das Urteil und auch den Prozess grundlegend prüfen müssen. Bernd Römer will unbedingt einen Blick in die Akten werfen und verabredet sich für den nächsten Tag mit Tom Merz. Der Staatsanwalt ist für Sams Haftvollstreckung zuständig und hat die Ermittlungen geleitet. Dem Anwalt fallen auch gleich weitere Ungereimtheiten auf. Herr Merz? Ja. Herr Merz, Entschuldigung, ich schlag die Akte auf. Und das Erste, was mir auffällt, ist, hier ist ein Vernehmungsprotokoll drin von der ersten polizeilichen Vernehmung mit einem Inhalt, der ist mir völlig unbekannt. Der ist nie wieder so zur Sprache gekommen. Frage des Vernehmenden, haben Sie das Opfer Rainer Willing niedergestochen? Antwort meines Mandanten, nein, ich war es nicht. Das ist doch nichts Ungewöhnliches, dass der Täter bei der ersten Vernehmung alles abstreitet. Wenn Sie weiterblättern, dann werden Sie feststellen, dass Herr Gerold dann doch noch zu der Wahrheit gefunden hat, weil er wollte, dass er strafmildernde Umstände bekommt.
Aber wieso, was genau hat er denn der Polizei erzählt? Er hat hier Folgendes erzählt und das ist eine absolut plausible Version meines Erachtens. Ich habe in meinem Taxi einen fremden Fahrgast mitgenommen und dann hat dieser Fahrgast ihn beauftragt, ihn vor dem Haus des Opfers, also vor dem Haus von Rainer Willing, abzusetzen. Er musste auf ihn warten dort. Der Fahrgast war da drin, kam aus dem Haus wieder raus und dann hat er ihn weitergefahren bis zu einem Park. Und da musste er ihn absetzen. Von diesem unbekannten Fahrgast, da war später nie wieder die Rede. Außerdem haben wir dann ja das Messer gefunden, die Tatwaffe. In seinem Taxi, unter seinem Sitz, ja, mit seinen DNA-Spuren drauf. Ja, auch das erklärt er direkt in der ersten Vernehmung. Ich kann mir das nur so erklären, dass der unbekannte Fahrgast der Täter sein muss. Er hat das Messer in meinem Taxi liegen lassen. Ich habe das später gefunden und natürlich angefasst. Warum hätte mein Bruder auch lügen sollen? Eine Idee wäre zum Beispiel, weil er nicht ins Gefängnis wollte. Also, Herr Merz, beim allerbesten Willen bin ich der Meinung, Sie haben schlicht und ergreifend die Ermittlungen viel zu früh eingestellt. Dieser unbekannte Fahrgast, das ist ein potenzieller Täter. Ich glaube sogar, dass das der Täter gewesen ist und den müssen Sie finden. Da haben Sie nie nachgesucht. Wenn es berechtigte Zweifel gibt an der Schuld von Herrn Gerold, dann bin ich der Letzte, der sich einem Wiederaufnahmeverfahren entgegenstellt. Zum ersten Mal seit langem habe ich endlich wieder Hoffnung. Vielleicht kriegen wir Sam wirklich bald daraus. Ich bin gespannt, was er dazu sagt, wenn er erfährt, wie sehr wir uns ins Zeug für ihn legen. Nadja ist extrem erleichtert. Endlich kommt Bewegung in die Sache und sie vertraut ganz auf die Hilfe von Rechtsanwalt Bernd Römer. Der Jurist hat allerdings viele Fragen an den 29-Jährigen und besucht ihn deshalb noch am selben Tag mit Nadja und ihrer Mutter in der Haftanstalt. Hey. Guten Tag, Herr Gerold. Grüß Sie. Hallo. Ja, Herr Gerold, wir haben gute Nachrichten. Also, die Chancen, dass Ihr Verfahren wieder aufgenommen wird, die stehen sehr, sehr gut. Aber Sie müssen uns helfen. Sie müssen natürlich erklären, wieso Sie zwei verschiedene Versionen des Tatabends in so kurzer Zeit geliefert haben. Verdammt nochmal, was versteht ihr denn nicht daran, dass ich einfach nur meine Ruhe haben will? Das Ding ist für mich durch und basta. Mensch, Sven, die beiden meinen es doch nur gut. Was, die meinen es doch nur gut? Ich habe einen Menschen getötet, ich habe meine Strafe dafür gekriegt und gut ist. Kümmert euch doch um eure Angelegenheiten. Das ist mein Leben und nicht euers. Das Gespräch ist hiermit beendet. Macht euer Ding, aber lasst mich da raus, ja? So, auch hier ist die Besuch jetzt zu Ende. Mal mitnehmen. Ja, natürlich. Ach, sagen Sie mal, der andere Häftling, der hier im Raum war, können Sie mir sagen, wer das gewesen ist? Also, Herr Anwalt, mehr als das ein Zellengenosse von Herrn Gerold war, darf ich Ihnen nicht sagen. Achso, nein, ich dachte nur, das wäre ein ehemaliger Mandant von mir gewesen. Danke, danke. Okay, haben Sie das mitbekommen? Der Mann, der hier gesessen hat, das ist der Zellengenosse Ihres Bruders. Das ist der Mann, der Ihren Bruder misshandelt. Deshalb hat er wahrscheinlich nichts gesagt. Der fühlt sich hier natürlich weiterhin bedroht. Ja, natürlich, ich komme sofort. Das Problem ist nur, Ihr Bruder hat ziemlich klar gesagt, er will nicht, dass ich weiter für ihn tätig bin. Der hat mir quasi das Mandat entzogen. Ich kann gar nicht weiter an dem Fall arbeiten. Nein, so leicht kommen Sie mir nicht davon. Dann arbeiten Sie halt für mich. Und Sam hat ja gesagt, dass wir machen können, was wir wollen. Und bitte geben Sie meinen Jungen nicht so schnell auf. Ich bin mir sicher, er hat ihn nicht ermordet. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich will eigentlich auch wissen, was hier wirklich passiert ist. Ich will wissen, was am Tatabend wirklich los war. Können Sie mir das Gespräch beenden? Wir bleiben dran, ich lasse mir was einfallen. Selbstverständlich, vielen Dank für Ihre Geduld. Ich glaube, dass auch die Mutter und die Schwester von Sam Gerold haben recht. Er sagt uns einfach nicht die volle Wahrheit. Wahrscheinlich wird er eben bedroht. Er darf die Wahrheit nicht sagen. Oder aber er nimmt freiwillig irgendeinen anderen in Schutz und nimmt deshalb die Tat auf sich. Wie dem auch sei, wir müssen einfach herausfinden, wer wirklich Rainer Willing getötet hat. Nach dem Besuch im Gefängnis sitzt Nadja noch bis in die frühen Morgenstunden am Schreibtisch und wälzt juristische Fachliteratur. Sie ist fest entschlossen, ihren Bruder so schnell wie möglich aus dem Gefängnis zu holen und sucht verzweifelt nach Möglichkeiten, die Anwalt Bernd Römer beim Wiederaufnahmeverfahren helfen könnten. Du bist so versessen, Sam zu helfen, dass du dein eigenes Leben wirklich vernachlässigst. Du hast nächste Woche eine Prüfung zu schreiben. Dafür musst du lernen. Du setzt deine ganze Karriere aufs Spiel. Ja, ich weiß, Mama. Aber wir schulden ihm das einfach. Guck mal, nach Papas Tod hat er alles aufgegeben. Er hat alles nur für uns getan. Jetzt sind wir in der Reihe, ihm zu helfen. Aber Sam hätte nicht gewollt, dass du alles für ihn wegwirfst. Dafür liebt er dich viel zu sehr. Ja, ich weiß. Aber weißt du, ich vermisse ihn einfach so sehr.
Ich will einfach nicht akzeptieren, dass sie noch weitere 9 Jahre von uns wegnehmen wollen. Wir müssen ihnen unbedingt helfen, da rauszukommen. Herr Römer ist ein guter Anwalt. Und er wird sein Bestes probieren, um ihn da rauszuholen. Aber höre bitte endlich auf, für alles die Verantwortung übernehmen zu wollen. Ja, Gerold? Was? Und wie geht's ihm? Nein, wir kommen sofort. Was ist passiert? Oh, Sam hatte einen Unfall. Er liegt auf der Krankenstation. Mein Gott, lass schnell hin. Die Nachricht versetzt Nadja und Regina in Angst und Schrecken und sie eilen sofort ins Gefängnis. Unterwegs verständigen sie Bernd Römer. Als sie eintreffen, spricht der Gefängnisleiter Walter Hersch gerade mit dem behandelnden Arzt und sie erfahren, dass Sam die Treppe hinuntergestürzt ist. Der Anwalt und Nadja sind sich sicher, das war kein Unfall. Und für diesen Sturz ohne Fremdeinwirkung, gibt es denn da Zeugen? Leider nicht, wie gesagt, das war kurz vor Zelleneinschluss und es waren fast alle schon auf ihren Zellen. Mein Bruder ist kein hirnloser Idiot, der sich jeden Tag eine neue Verletzung holt. Als Anwalt von Herrn Herold verlange ich, dass er nach dem Verlassen der Krankenstation in ein anderes Gefängnis verlegt wird. Das ist absolut notwendig. Was ich Ihnen anbieten kann, ist die Verlegung in einen anderen Trakt, sobald er hier die Krankenstation verlässt. Dann hat er so gut wie keine Berührungspunkte mehr mit seinen bisherigen Häftlingen. Dieser erneute Vorfall zeigt, wie wichtig das ist, dass wir dem Herrn Gerold helfen. Das motiviert mich auch, seine Unschuld zu beweisen, damit wir ihn möglichst schnell hier aus dem Gefängnis herausbekommen und damit er in Sicherheit ist. Wenn er in einen anderen Trakt verlegt wird, dann ist das aber immerhin ein erster und wichtiger Schritt.